Ja, schön wieder predigen zu dürfen. PowerPoint geht auch. Ja, super. Gott ist immer noch gut. Wird auch so bleiben in alle Ewigkeit. Und ich hoffe, die Predigt wird das auch verdeutlichen heute. Und ich starte direkt. Wir schreiben das Jahr 1406 vor Christus im Tal gegenüber Bet Peor, nordöstlich des Toten Meeres im Lande der Amoriter. Da rot unterstrichen. Das ganze Volk hat sich versammelt, um ihren Anführer Mose zu hören. Es wird getuschelt. Was wird er wohl sagen? Die letzten Jahre und Jahrzehnte waren hart. Wir haben viele Verluste hinnehmen müssen, als wir durch die Wüste gewandert sind. Wir sind alle Vollwaisen, ohne Eltern. Die Betagten haben das Leben in der Wüste nicht überstanden. Nur Mose ist uns geblieben, aber auch er ist alt geworden. Wir sind Nomaden ohne Heimat, zogen ständig umher, fanden keine endgültige Ruhe. Aber irgendwie hat Gott uns geführt. Wird er uns auch jetzt führen? Wird er mit uns sein? Unsere Vorfahren waren schon einmal hier an dem Punkt und haben versagt. Sie konnten das Land jenseits des Jordan nicht einnehmen, sondern haben herbe Verluste erlitten. Die letzte Zeit brachte viele Kämpfe mit sich. Wir haben das Ostjordanland erobert, aber wird uns Gott auch jetzt segnen? Sind wir bereit? Was, wenn wir es wieder verhauen? Müssen wir dann wieder in der Wüste umherwandern? Müssen wir auch in der Wüste sterben? Das Getuschel verstummt. Mose macht Anzeichen, dass er anfangen will zu reden. Höre Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch heute vor euren Ohren rede, und lernt sie und bewahrt sie, dass ihr danach tut. Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet. Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Wort zu verkündigen. Denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und gingt nicht auf den Berg. Und er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott. Dann wiederholt Mose die 10 Gebote, die Grundpfeiler des Gesetzes. Er erinnert sie, wie sich ihre Eltern vor der Erscheinung Gottes zu Tode fürchteten, sodass sie wollten, dass er lieber die Gebote ihnen vermittelt, als dass Gott es ihnen direkt sagt. Nun kommt er zum Abschnitt, um den es in der heutigen Predigt gehen soll. Und das steht in 5. Mose 6, 1 bis 7. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, dein Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Was für eine spannende Situation, die Israeliten hier erleben. Es ist eine Zeitenwende. Jetzt kommt es darauf an, werden sie erfolgreich sein und in das verheißene Land einziehen? Die Israeliten haben sicherlich diese oder ähnliche Fragen im Kopf gehabt und bangen um die Zukunft. Sie sind verunsichert und suchen Halt. Wo werden sie ihre Sicherheit finden? Der Text wurde in eine Zeit der Krise gesprochen, zu einem Volk, das nur Krisen kennt. Fast nur Krisen kennt. Es ist zwar aus Ägypten geflohen, aber wurde in der Wüste einer großen Krisenzeit von Gott geprüft. Jetzt steht es vielleicht kurz vor einem Durchbruch. Für viele von uns sind Krisen keine fernen Geschichten mehr aus der Vergangenheit, sondern Realität geworden. Wenn nicht akut betroffen, sind doch viele sehr verunsichert. Möglicherweise geht es dir auch so.
Ich will dich ermutigen, mit mir heute gemeinsam in den Text zu schauen, um einen Felsen zu finden, an dem alle Verunsicherung abprallen kann. Was war damals der Fels für Israel und was können wir heute davon lernen? Und Mose antwortet auf die Verunsicherung der Israeliten mit der Erinnerung an den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat und die damit verbundenen Gebote. Und ich denke, der Text kann uns Antworten auf folgende drei Fragen liefern. Einmal, worauf zielen die Gebote Gottes? Was bringt das Halten der Gebote? Und was ist das höchste Gebot? Und die Antworten auf diese Fragen waren dazu bestimmt, ein Fels in der Brandung für Israel zu werden. Und diese Fragen ergeben auch die Struktur der Predigt und ich will versuchen, Antworten dazu zu liefern. Zusammenfassend soll die Predigt also als Thema haben, warum gibt Gott Gebote? Das ist eine alte Präsentation. Na gut. Ja, komme ich zum ersten Punkt. Worauf zielen die Gebote Gottes? Da geht es um Verse 1 bis 2. Der Text beginnt mit einer Einleitung. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte. Spannend an dem fünften Buch Mose ist, dass es als Literaturform so einem altorientalischen Lehensvertrag gleicht. Und dieser hatte einen bestimmten Aufbau und regelte so das Verhältnis zwischen dem Herrn und seinem Untergebenen. Und dann geht es um bestimmte Rechte und Pflichten. Ja, und hier eben zwischen Gott und Israel im Sinai-Bund. Und der heutige Text, um den es dann speziell geht, liegt genau im Kern dieses Vertrages, in welchem das allgemeine Gesetz festgelegt wurde, welches anschließend dann im Laufe des Vertrags weiter ausgeführt wird. Und also der Text heute ist so der wichtigste Teil dieses Vertrags und die Grundlage für alles Nachfolgende. Ist weniger spezifisch, aber dafür richtungsweisend. Nun werden hier in den ersten beiden Versen in Kapitel 6 besonders die Zwecke des Gebots hervorgehoben. Es gibt oft so finale Nebensätze, die zeigen Absichten an und inhaltlich ergibt sich so eine sogenannte chiastische Struktur mit drei Schalen. Ich habe das versucht ein bisschen farblich zu markieren, dann wird auch deutlich, was das so ist. Da stellt man Inhalte in so Kreisen dar, man wiederholt es, was ganz vorne steht, sollte blau sein, lässt sich schwer erkennen, aber das steht auch ganz unten und was in der Mitte steht, gelb, steht nochmal weiter unten, wiederholt und was in der Mitte steht, wird betont, ist der Kern des Ganzen und außen steht Gottes Anweisung der Gebote. Dies geschieht, damit Israel die Gebote tut. Dies geschieht, damit sie Gott fürchten. Und die Gottesfurcht ist der Kern dieser zwei Verse. Am Schluss wird eine Folge genannt, nämlich, dass Israel lange lebt. Der Begriff der Gottesfurcht ist interessant, weil er hier im Zentrum steht. Die Absicht des Gebots ist die Gottesfurcht. Aber was ist Gottesfurcht eigentlich? Der hier verwandte Begriff wurde auch damals schon negativ konnotiert verwendet. Also die Furcht kann man sehen an anderen Stellen, zum Beispiel 5. Mose 20, Vers 3. Und zu ihnen sprechen, Israel, höre zu, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht grauen vor ihnen, die Furcht vor den Feinden. Oder an anderer Stelle in 5. Mose 8, Vers 15, und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war. Also die Furcht vor der Wüste. Wie ist die Gottesfurcht jetzt hier gemeint? Sollte Israel wirklich Angst vor Gott haben? Wie wenn man in der Wüste ausgesetzt wird ohne Wasser und Angst hat zu sterben? Ich denke, diese Angst war ein Stück weit angebracht. Gott hat im Sinai-Bund dem Volk angedroht, es den Völkern zu überlassen, wenn sie abtrünnig werden würden und sich nicht an die Gebote halten würden. Gott hat sie 40 Jahre lang durch die Wüste wandern und sterben lassen, weil sie ihm nicht vertrauten. Aber dabei muss man auch Folgendes bedenken. Gott hat sie auf wundersame Weise aus der Sklaverei aus Ägypten befreit. Gott hatte nur das Beste für sein Volk im Sinn, forderte aber Gehorsam ein. Aber dieses Einfordern
zielte immer auf das Wohlergehen Israels ab. Jetzt will ich das etwas veranschaulichen. Der eine oder andere kennt vielleicht die Veranschaulichung. Stell dir vor, hier kommt ein Löwe in den Raum und geht hier so entlang, schon komisch genug, aber kommt auf die Bühne und fällt mich an. Ich weiß jetzt nicht, ob Kinder im Raum sind noch, ich lass mal das nicht so bildlich zu machen. Und auf jeden Fall fällt mich an, greift mich an und Löwen werden so 250 Kilogramm schwer maximal. Das ist so fast so schwer wie der Flügel, nicht ganz so, vielleicht zwei Drittel. Auf jeden Fall sehr schwer, sehr gefährlich, haben Reißzähne und Klauen. Ihr könnt es euch denken, habt bestimmt auch mal in Dokumentationen gesehen. Was würdet ihr jetzt tun? Würdet ihr, weiß ich nicht, mit eurem Smartphone vielleicht nach dem Löwen werfen, um mich zu verteidigen oder euch selbst zu verteidigen? Gitta lacht. Ich würde es auch nicht machen. Ja, ist natürlich Quatsch. Was würdet ihr noch machen? Würdet ihr vielleicht anbrüllen, den Löwen? Versuchen anzubrüllen, dass er verschwindet, vielleicht aus der Tür? Würdet ihr auch nicht machen. Okay, ihr hättet wahrscheinlich Angst, ne? Ja, ist klar. Aber warum? Warum hättet ihr Angst? Weil ihr keine Chance habt. So, der Löwe ist fast so schwer wie ein Klavier, keine Chance. Ja, wahrscheinlich würden sich so manche leise aus der Tür rausschleichen oder so. Oder was, das Wahrscheinlichste ist, wahrscheinlich alle würden in Panik geraten, überall rausstürmen. Naja, jetzt kommt ein Welpe des Löwen. Kommt auch so putzig, Bühne rauf und so, der Löwe ist 10 Kilogramm schwer, sehr süß, flauschig und geht auf die Bühne rauf zum Löwenpapa und haut ihm so ins Gesicht. Papa, ich will spielen, jetzt genug gefressen. Ne, der Löwe hat mich gefressen. Und der Löwenpapa, ach lass nur, ich will nicht spielen. Und der Welpe klettert so auf den Löwen rauf und tanzt ihm auf dem Kopf herum. Und der Löwenpapa sagt, na gut, spielen wir ein bisschen, ist okay. Würdest du dem Löwen auf den Kopf klettern und auf seinem Kopf herumtanzen? Ich würde es nicht machen. Was unterscheidet dich von dem Welpen? Der Welpe hat eine gute Beziehung zum Löwen. Also ich denke, dass Gott noch immer derselbe ist, damals wie heute. Zusätzlich muss gesagt werden, dass diese Verse zu Israel gesprochen wurden, in den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, und dass auch die Gebote für diesen Bund gelten und erstmal nicht zu uns gesprochen sind. Das Gleiche gilt auch für die damit verbundenen Gebote. Aber an dieser Beziehung zwischen Gott und Israel werden Prinzipien deutlich, die auch Gott in der Beziehung zu uns hat. Und Jesus zitiert auch diesen Text sogar in Markus 12 und nennt es dort erst das höchste Gebot. Damit wird deutlich auch, wie bedeutsam es für uns ist. Und generell müssen alttestamentliche Gebote aus der Perspektive, also für uns jetzt des neuen Bundes durch Jesus, betrachtet werden und interpretiert, welche Bedeutung sie für uns haben, wie sie Anwendung finden, ob sie Anwendung finden. Also zunächst, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, bist du sicher. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Du bist der Welpe, der keine Angst vor seinem Löwenpapa haben muss. Aber auch Löwenväter erziehen ihre Welpen und zeigen ihnen Konsequenzen und Grenzen. Ich denke, es ist immer noch angebracht, eine Gottesfurcht zu haben. Aber Gott ist kein Tyrann. Er beschützt uns vor der Sünde. Sie ist das eigentliche Problem und bringt uns ins Verderben. Sie trennt uns von Gott. Und solche Gebote sind dafür da, um uns unsere Sünde zu zeigen. Zum Beispiel 10 Gebote, du sollst nicht töten, ganz klar. Gott ist der liebende Vater. Er liebt dich so sehr, dass er aber auch zum Beispiel Leid in deinem Leben zulässt, um dich zur Umkehr zu bringen. Aber jetzt vorsichtig, nicht jedes Leid kann auf eine individuelle Sünde zurückgeführt werden. Also, warum gibt Gott Gebote? Das Thema der Predigt eigentlich, damit wir Gottesfurcht lernen. Also, was bedeutet es jetzt, gottesfürchtig zu sein?
Wir nehmen Sünden in unserem Leben ernst, weil wir die Gefahr der Sünde einsehen. Wir nehmen Gottes mögliche Erziehungsmaßnahme ernst. Und wie setzen wir das jetzt um? Lasst uns regelmäßig um Sündenerkenntnis beten. Vater, zeig mir, wo ich umkehren muss. Und lasst uns auch Freundschaften unter Gläubigen knüpfen. Freundschaften, wo wir einander Sünden bekennen können. Und wo wir uns nicht verurteilen. Wo wir dann sagen, komm, ich bete für dich. Ich will, dass du frei wirst. Gott will, dass du frei wirst. Und wir beten, dass Gott dir hilft dabei. Und wie es auch schon im ersten Johannesbrief heißt, keiner ist ohne Sünde, jeder von uns sündigt. Und wir alle haben auch oft so dieselben Probleme mit Sünden, ähnliche Sünden. Also wenn dir jetzt auch gerade vielleicht eine Sünde einfällt, mit der du öfters zu kämpfen hast, überleg, welchem Freund du dich anvertrauen könntest, wo du bekennen kannst und wo ihr zusammen beten könnt. Falls du jetzt so jemanden nicht hast, dann komm am Schluss zum Gebetstisch und dann können wir für dich beten. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Was bringt das Halten der Gebote? Da geht es jetzt um Vers 3. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, daran Milch und Honig fließt. Es wird eine schlichte Gesetzmäßigkeit dargestellt. Jetzt geht es hier weniger um Absichten, sondern um Ergebnisse einfach des Gehorsams. Und es ist wie eine natürliche Folge, die dargestellt wird. Zunächst geht es darum, dass Israel die Gebote hört. Sie hört und sich ihnen nicht verschließt. Weiterhin, dass sie daran festhalten, sich darauf stützen und ihr Handeln danach ausrichten. Also es einfach tun, dass sie die Gebote halten. Und die Folge ist ganz einfach, dass es ihnen gut geht. Und sie sich zahlenmäßig vergrößern, also auch gute Lebensbedingungen haben werden. Zum Schluss kommt noch einmal die Erinnerung an das, was Gott, dass Gott es ja verheißen hat. Also diese Verheißung des Landes, in dem Milch und Honig fließt. Das fruchtbare Land. Und ich habe jetzt unterschiedliche Dinge über die Fruchtbarkeit herausgefunden des Landes Kanaan. Es ist eigentlich sehr trocken. Es gibt eine Regenzeit von November bis März. Aber verglichen mit Ägypten zum Beispiel, wo sie herkamen, wo ständig externe Bewässerung notwendig war, war es vergleichsweise fruchtbar. Es gibt auch diese eine sehr fruchtbare Jezreel-Ebene vom Mittelmeerküste bis zum Jordan. Und ein anderer interessanter Aspekt in dem Land, das Land steckt zwischen, also geschichtlich gesehen, zwischen großen Militärmächten, die oft da durchmarschierten und Kriege hatten dort. Es war also eine sehr unsichere Gegend eigentlich. Und man könnte jetzt sagen, dass also diese Flüche Gottes, die er dem Volk angedroht hat, wenn sie ihm ungehorsam sind, war prinzipiell auch oft einfach das Wegnehmen des Schutzes, also der Schutz, der notwendig war, dass man sicher in dem Land leben konnte. In jedem Fall konnte Kanaan mit Gottes Bewahrung blühen, aber ohne Gottes Schutz war es nicht automatisch sicher und fruchtbar. Ich will wieder eine Veranschaulichung bringen. Wenn du auf eine Ampel zufährst mit deinem Auto, schaust du eigentlich drauf, was so auf der Ampel angezeigt wird? Hoffentlich schon. Der nächste Schritt ist dann auch drauf zu hören. Also wenn die Ampel jetzt rot zeigt, bleibst du dann stehen? Ich hoffe schon. Warum halten wir uns an Ampeln? Weil das Risiko eines Unfalls einfach zu hoch ist. Wenn wir einfach schnurstracks drüber fahren, egal was anzeigt, ach, ist mir egal, fährt dir jemand neben rein oder du gefährdest auch andere. Übrigens kostet das Überfahren einer roten Ampel mindestens 90 Euro und einen Punkt. Im schlimmsten Fall bei akuter Gefährdung 320 Euro und zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Also damals wie heute herrscht für gewöhnlich das Prinzip, dass es einem gut geht, wenn man sich an Gottes Wertmaßstäben orientiert. Das kann man nicht zur immer absolut in jedem Fall gültigen Regel machen, denn es gibt auch manchmal Leiden, die Gott uns zumutet, die wir tragen müssen, trotz Gehorsam. Da bringt es dann nichts nach einem Warum zu fragen, habe ich jetzt gesündigt, wie auch immer. Aber in der Regel
Ist es so, die Gebote sind zu unserem eigenen Wohl da? Also warum gibt Gott Gebote? Damit uns das Halten der Gebote vor negativen Konsequenzen der Sünde bewahrt. Also wenn du das nächste Mal vor der Wahl stehst, ob du bestimmte Arbeiten schwarz verrichten lässt oder ob du bestimmte Einkünfte bei der Steuererklärung angibst oder nicht, dann erinnere dich an die rote Ampel. Sie ist zu deinem Schutz rot. Ich komme zum nächsten Punkt, auch zum letzten, zum dritten. Was ist das höchste Gebot? Da geht es dann um die Verse 4 bis 7. Und jetzt die ersten Verse 4 bis 5 sind der innerste Kern des Textes. Text 4 vermittelt ein Gottesbild und die Beziehung zum Volk. Der Herr ist unser Gott. Und auch, Moses Gott. Interessant ist hier, dass im ganzen Text das einzige Mal die erste Person Plural, also uns, verwendet wird. Davor redet Mose immer von eurem Gott, der an euch das und das tut. Jetzt sagt er unser Gott. Mose stellt sich nun zum Volk, bekennt, dass auch er Empfänger ist und unter Gott steht, zusammen mit dem Volk, nicht nur der Mittler. Und es geht weiter. Der Herr ist einer. In anderen Übersetzungen steht auch der Herr allein. Gott ist der Einzige, den man anbeten soll. Das ist auch das erste der 10 Gebote. Und hier wird besonders Gottes Absolutheitsanspruch deutlich. Das Christentum ist keine tolerante Religion. Nicht in dieser Hinsicht. Du sollst nicht nur keine anderen Götter haben. Es gibt auch keine anderen Götter. Gibt's nicht. Der Rest ist eine Versklavung, also Götzendienst, eine zerstörerische Abhängigkeit von geschöpflichen Dingen oder Personen. Auf diese Darstellung folgt eine Aufforderung, und du sollst den Herrn, dein Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Gott zu lieben mit allem, was man ist und hat. Das bedeutet es hier. Es werden verschiedene Aspekte der eigenen Existenz genannt, so von ganzer Seele, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, um das ganze Leben zu meinen, jeden Aspekt. Stellt sich die Frage, was heißt es jetzt, Gott in diesem Umfang zu lieben? Man ist Gott in jeder Hinsicht treu, in jedem Bereich des Lebens. Lebt man nach seinen Wertmaßstäben und hält seine Gebote? Im Denken, im Reden, im Tun, im Wollen, im Fühlen. In Markus 12 deklariert Jesus diesen Text als das höchste Gebot. Und ein Schriftgelehrter bestätigt ihm darauf, so, es ist besser als alle Schlachtopfer. Und ich denke, das trifft auch auf uns heute zu. Also auch nach unserem Sprachgebrauch, möglichst große Opfer zu bringen, ist es nicht. Möglichst viel Geld zu spenden. So, die Finanzen ist ja nur ein Aspekt des Lebens. Und das Tun ist auch nur ein Aspekt. So, das Herz muss auch dahinter stehen. Es geht allgemein um Treue in jeder Hinsicht. Damit auch das, also das macht auch dieser vorhergehende Absolutheitsanspruch deutlich. Gott ist Herr allein. Er will unser ganzes Herz. Gottes Furcht und Gottes Liebe scheinen sich so ein bisschen zu widersprechen, ne? Aber eigentlich gehören sie zusammen. Die Gottesfurcht ist so das Ernstnehmen der Konsequenzen der Sünde und der möglichen Züchtigung von Gott an mir und das Anerkennen so seiner Überlegenheit, also seiner Erkenntnis von dem, was gut und schlecht für mich ist. Er weiß es besser. Das ist Gottesfurcht. Es ist eigentlich Anbetung. Ich knie mich vor Gott hin, um diese Demut auszudrücken. Gott, du weißt es besser als ich. Du meinst es auch gut mit mir. Diese Gottesfurcht bringt mich dazu, in jedem Bereich meines Lebens treu sein zu wollen. Kommen wir kurz zurück noch zum Text. Der abschließende Teil, Verse 6 bis 7, beschreibt den vorgegebenen Umgang mit dem Gesetz im Alltag der Israeliten. Man soll es sich zu Herzen nehmen, man soll es den Kindern beibringen, jederzeit davon reden. Ja, also die Frage nach dem höchsten Gebot ist doch die Frage, wie kann ich Gott gefällig leben? Wie bewahre ich meine Anbetung davor, heuchlerisch zu sein? Und mir fiel so das Hohelied der Liebe ein, in 1. Korinther 13, Vers 3.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nicht nütze. Und das soll eine negative Veranschaulichung sein für so gegen das höchste Gebot, ein Opfer ohne die dahinterstehende Liebe. Gott zu lieben heißt nicht Opfer zu bringen, sondern das Opfer zu sein, ganz nach Jesu Vorbild. Und ja, wer kann das erfüllen? Also was für ein Anspruch. Wir brauchen Gottes Hilfe. So, wir brauchen den Heiligen Geist in uns, der uns überführt und befähigt, diese auch inneren Motive zu offenbaren und zu hinterfragen. Und als Anwendung würde ich vorschlagen, bitte geh mal dann nach der Predigt heute zu Hause deine Lebensziele durch einfach. Was hast du für Ziele? Hast du die bewusst gestellt vielleicht oder auch unterbewusst? Was sind so deine Lebensziele? Und bete vorher, dass der Heilige Geist dir Klarheit schenkt über deine Motive. Steht Gott wirklich dahinter? Und jetzt gibt es vielleicht auch Menschen, die ohnehin schon viel an sich zweifeln, sich tendenziell eher verdammen. Falls du so jemand bist, musst du dich vielleicht auch in die positive Richtung korrigieren lassen von Gott. Vielleicht lässt du auch Dienste, weil du dir irgendwie negative Motive unterstellst oder dergleichen. Ja, irgendwo haben wir auch alle so geteilte Motive. Und oftmals ist Gott auch mit uns unterwegs, mit allen und verändert uns auch auf dem Weg, verändert uns in Diensten. Und wenn wir bereit sind zu geben, ist er treu mit uns, bleibt bei uns. Lass dir auch von guten Freunden sagen, Mensch, meinst du, ich habe so grundlegend gute Motive? Ich zweifle da so ein bisschen. Oder einfach als Bestätigung. Ja, ich möchte zusammenfassen. Warum gibt Gott Gebote? Die Israeliten standen vor der Herausforderung der Landeinnahme. Ihre Zukunft war ungewiss. Sollten sie endlich Ruhe finden im verheißenen Land? Gott sichert ihnen seinen Beistand zu. Er versichert ihnen sogar Wohlergehen, sollten sie sich an den Bund halten. Er gab ihnen Gebote und wiederholte diese in der Krise, damit sie nicht fehltreten und ins Verderben rennen, damit sie die Sünde erkennen und Gottes Furcht erlangen. Er sagte ihnen, dass nur er Gott ist und sie nur in der Treue zu ihm, im Festhalten der Gebote, Sicherheit finden, die sie brauchen. Die Israeliten haben versagt, wie wir wissen. Sie wurden letztendlich aus dem gelobten Land vertrieben, weil sie untreu waren. Und eigentlich kann man sagen, wir alle haben versagt. Diese alle sind schuldig geworden. Nicht nur die Israeliten, sondern auch wir brauchen Gottes Gnade durch Jesus Christus. Und die Gebote helfen uns, in dieser Gnade zu leben. Die Gebote zielen auf Gottes Furcht. Mit Hilfe der Bibel und Überführung durch den Heiligen Geist können wir Sünde in unserem Leben erkennen und ernst nehmen und lassen. Das Lassen der Sünde bewahrt uns vor den negativen Konsequenzen. Und das höchste Gebot ist, Gott in jedem Bereich des Lebens treu sein zu wollen und für ihn leben zu wollen und so alle Lebensziele an ihm auszurichten. Und darin finden wir Erfüllung und Freiheit, weil Gott uns so gemacht hat. Wir sind zu so einem Leben geschaffen. Ich bete noch kurz. Dank dir, Vater, dass du uns so sehr liebst und dass du uns die Bibel gegeben hast als Richtschnur, dass wir wissen, wo wir fehltreten, was gut und schlecht für uns ist. Bitte hilf uns dabei. Mit all unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, wir können es nicht alleine. Bitte hilf uns, unser Leben immer mehr an dir auszurichten und segne uns. Amen.